Welcome back. So, storymäßig alles durch. Hier gibt es eigentlich nichts. Hier kann man halt mal sich dieses Bild angucken, aber es ist halt irgendwie immer dasselbe. Also Wing Commander 3 war da doch teilweise ein bisschen schöner aufgebaut, fand ich. Aber nun gut. Worum es dann bald besser wird, wird sich dann durch storytechnisch halt zeigen. Aber das ist quasi nur der Anfang. Sage ich mal so, spoilermäßig. Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, Colonel. Wie immer. Danke, Sir. Die Befreiung der Biochemikerin war ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung der konföderierten Pläne. Aber es stehen noch mehr Aufgaben an. Wie vorauszusehen war, hat die Union der Grenzwelten den Beschluss der Konföderierten ignoriert. Im Moment nähern wir uns einem ihrer illegalen Konvois. Es sind Militärraumschiffe, die sich ohne eine konföderierten Eskort im Territorium der Konföderation aufhalten. Sie haben den Umkehrbefehl ignoriert und auf die konföderierten Streitkräfte geschossen. Sie sind eine große Bedrohung. Ihre Anwesenheit darf nicht länger toleriert werden. Wir lassen Ihnen noch eine Warnung zukommen. Wenn Sie dann immer noch nicht kooperieren, ist es Ihre Aufgabe, das Interdikt durchzusetzen mit allen Mitteln, die Sie zur Verfügung haben. Wegtreten! Ja, gut, die Mission kenne ich. Ich mache es mir jetzt einfach, weil ich weiß, wie ich vorgehen kann. Ja, wunderbar. Das Ding ist sowieso vorgeschlagen. Fahnepflichtig, Aufenthaltsort unbekannt. Ich denke, es wird schon einiges klar, oder? Ich meine, es ist offensichtlich, was hier los ist. Mania kann ich darauf verzichten. Ich fliege lieber mit Cat Scratch. Ja. Ab geht die Reise. Ich lasse es mal so halbwegs auf Standard. Mal gucken, ob man damit auch zu Rande kommt. Los geht's. Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderierten-Edikt 499. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderierten-Gebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Ja. Mein Ziel angreifen. Sofort, Sir. Steige in Kopfkörper. Scheiße. Ich werde euch retten. Was? Die Konföderation verlor heute ihre... Ey, was ist da los? Das ist ja scheiß pervers schwer. Ey, so geht das nicht, ey. Absolut nicht. Wie schaffe ich das mit der Hellcatcher erst recht nicht hier, oder was? Ey, hör mal. Was ist denn da los, ey? Ey, ja. Colonel Blair, bitte zur Einsatz... Anders. Also muss ich doch ausharren und auf die Piloten losgehen, oder wie? Ich hätte jetzt gedacht, weil wenn man einen dieser zwei Träger, die da fliegen, zerstört, dann ist die Sache schon erledigt, weil sie dann aufgeben und sich halt, geschlagen geben und quasi gehorchen, ja. Aber, ey, das gibt's ja nicht. Okay. Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion! Sie verstoßen gegen das Konföderierten-Edikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderierten-Gebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Löwen und Feuer! Los geht's, Carter! Ey, verpisst euch mit euren Raketen, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Die Konföderation verlor heute ihren größten. Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Naja, da muss ich irgendwie hier im Schwierigkeitsgrad nochmal runtergehen. Das ist ja nicht wahr. So macht das keinen Spaß. Was ist denn da los? Ist das ein Bug oder was? Der dritte Teil war ja echt machbar, irgendwie überwiegend.
Oder echt sogar komplett auf Veteran, aber das geht mal gar nicht hier. Jungs. Habt ihr Achtung, Schiffe der Grenzweltenunion. Sie verstoßen gegen das Konföderierten-Edikt 4992. Dies ist die letzte Warnung. Kehren Sie um und verlassen Sie das Konföderierten-Gebiet oder warten Sie auf unsere Eskorte. Sie haben illegal ein Weltraumlabor der Grenzwelten besetzt. Wir denken nicht daran, den Anordnungen von Verbrechern zu folgen. Hoffentlich tut's weh. Lösen und feuern. Los geht's, Kanon. Sie sind eine lebende Legende, Kanon. Hoffentlich tut's weh. Nein! Und technisch war das mit der Rückkopplung eben gerade ja ganz cool gemacht, ne? Hat man sich da nur Mühe gegeben. Zumindest nicht etwas. Mein Ziel angreifen! Sofort, Sir! Alter. Gleich bist du weg. Ich werde euch retten. Verpiss euch. Verdammt, ich brauche Hilfe, Kanne. Wo ist dieser Kanne? Sie sind eine lebende Legende, Kanne. Eine lebende Legende, Kamer. Selbst auf einfaches ist das ja noch echt auch noch mal eine Kunst, den ich hier noch retten muss, ja? Achtung an alle konföderierten Jäger. Wir kapitulieren hiermit und verlassen ohne weitere Verzögerungen das Megasystem. Soll ich das auf Verwundbar immer gemacht, ja? Immer nur auf die Flügelmänner draufgehen. Ey, das ist ja Horror hier. Nötige Landeerlaubnis. Captain Paulson ist mit Ihrer Leistung zufrieden, Colonel. Meine Glückwünsche. Sie dürfen jetzt landen. Jo. Das ist ein Affe, ey. Der geht einmal richtig auf den Keks, so wie der labert, ja? Colonel Blair, bitte zur Einsatzbesprechung. Aha. Was hat er denn? Nachricht erhalten. Colonel. Wenn Situationen von jemandem als ungewiss beschrieben werden, verheißt das meist nichts Gutes. Nicht erkennen zu können, was dahinter steckt, ist in der Tat irritierend. Wie auch immer. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Urteilskraft. Ich kann Sie nur bitten, Ihre Augen und Ohren offen zu halten. Wer weiß, was auf uns zukommt. Oh, noch was. Was Ihre Anfrage zu Captain Paulson betrifft, Versetzungen gehören eigentlich nicht zu meinem Aufgabenbereich. Aber ich habe mir natürlich gleich seine Personalakte geholt. Er ist nur ein unwichtiger, professioneller Bürokrat. Ich würde ihm nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Er verrichtet seine Arbeit wie andere auch. Sie sollten Ihre Aufmerksamkeit lieber auf Wichtigeres lenken. Auf die Grenzwelten. Viel Glück. Antwort aufzeichnen? Nein, danke. Tja. Ja, ja. Ja, komm, mit ihm babbeln wir noch gerade. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, was gibt's denn? Der Angriff auf diesen Konvoi. Fangen so Kriege an? Ein Vergleich ist die beste Antwort. Kriege sind wie Bomben. Die Zündschnur brennt, bevor sie den eigentlichen Knall hören.
Manchmal ist die Zündschnur ziemlich lang. Wussten Sie, dass ich ein Grenzfeldler bin? Nein. Ich dachte, Ihr Geburtsort wäre die Erde. Ich wurde dort erzogen. Meine Eltern waren Grenzfeldler der dritten Generation. Sir, ich habe damit Probleme, ob diese Missionen gerechtfertigt sind. Was bildet er sich ein? Der Junge hat recht. Echt, Alter. Ja. Im Dunkeln zu tappen kann ich auch nicht ausstehen. Es ist schwer, eine Entscheidung zu fällen, wenn man nichts in der Hand hat. Captain Paulson ist auch keine Hilfe. Vielleicht verheimlicht mir Eisen etwas. Ja, ich werde ihn jetzt gleich aufsuchen. Steht der extra auf, wenn ich gehe? Naja, ich bin ja das Herz des Tigers, ne? Ehre, wem Ehre gebührt, oder was? Ja, herein. Ah, Colonel. Ich verschwinde bald und möchte nicht, dass daraus ein großes Ereignis gemacht wird, Colonel. Ja, Sir. In letzter Zeit haben einige Männer Zweifel an den Missionen, die sie für die Konföderation fliegen. Oh. Während des Krieges gegen die Kirathi war alles viel einfacher. Die Loyalität zur Konföderation war nicht schwer zu wahren. Ich weiß auch warum. Es gab keine Alternative. Jetzt, da der Krieg vorbei ist, kommen einem schnell Zweifel. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen meine eigene Rasse antreten muss. Die Menschheit wird immer Machtkämpfe austragen, Colonel. Das Regime der Konföderierten ist bestimmt nicht perfekt, aber denken Sie immer daran, dass Sie die treibenden Kräfte für unseren Sieg waren. Die Konföderation hat die Menschheit vereinigt, wie es noch keine Institution zuvor getan hat. Und das ist unser wichtigstes Ziel. Ja. Die Frage ist nur, wie erreicht man dieses Ziel am besten? Also dann. Colonel, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen ein langes und glückliches Leben. Es war mir eine Ehre und eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Vielen Dank, Sir. Da stimmt doch was nicht. Ganz und gar nicht. Hallo, Maniac. Ich. Was? Du mich auch, Kumpel? Einige Typen hier, die sind nicht gerade sehr freundlich. Ach, was soll's. Wie lief's mit der Biokonvergenz-Chemikerin? War sie freundlicher oder war's mir ein Eigentor? Wie soll ich sagen? Achtung! Das Personal unter Sicherheitsstufe 5 muss sofort das Flugdeck verlassen. Bis auf Weiteres ist das Flugdeck nur mit Genehmigung zu betreten. Tja, wenn das so weitergeht, ist ein Passierschein fürs Klo nötig. Wer kommt denn da an Bord? Keine Ahnung. Naja, ich bin hier unerwünscht. Ich ziehe am besten Leine. Über diese Enttäuschung kann mir nur ein Schluck in der Bar hinweghelfen. Kommen Sie mit? Ich muss nachsehen, was hier vorgeht. Tja. Ich werde hier bleiben. Paulsen sieht nicht so aus, als wäre mit ihm zu spaßen. Ich werde Sie im Knast besuchen. Ja, ja. Wer weiß, vielleicht handelt es sich ja um eine neue Biochemikerin, die gerade an Bord eintrifft. Na dann, viel Spaß. Thank you.
den kennen wir da irgendwoher. Damit haben wir nicht gerechnet. Es hat sich nicht so entwickelt, wie wir erwartet hatten, Captain. Colonel Blair, bitte sofort zur Einsatzbesprechung. Dies ist ein Notfall. Ja. Meine Herren, wir sind in einer kritischen Situation. Captain Eisen hat ein Shuttle gestohlen und die Lexington verlassen. Und was waren seine Gründe? Ah. Wir vermuten, dass er bereits seit längerem dem Geheimdienst der Grenzwelten interne Informationen zukommen ließ. Deshalb wurde er auch seines Kommandos enthoben. Wir hatten gehofft, dass wir ihn ohne großes Aufsehen festnehmen und aus dem Verkehr ziehen können. Er muss gewusst haben, dass wir ihn entlarvt hatten. Fliegt Captain Eisen persönlich das Shuttle? Nein, tut er nicht. Der Captain ist in Begleitung. Anscheinend hat er Unterstützung von Major Todd Marshall. Maniac? Es tut mir leid. Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Schließlich waren Sie ja alte Kameraden. Aber es handelt sich hier um ein fatales Sicherheitsvergehen. Falls die Spannungen zum Krieg führen, kann uns Captain Eisen durch das Weitergeben von Daten schwer schaden. Die Konföderation hat Sie noch nie dringender gebraucht. Kennen wir Ihren Kurs? Unglücklicherweise ist uns das Ziel, das die Verräter anfliegen, nicht bekannt. Ich habe Ihnen diese Flügelmänner zugeteilt. Ihre Flieger sind startklar. Sie müssen William Eisen zurückbringen. Sir, da Captain Eisen diesen Schritt unternommen hat, ist es unwahrscheinlich, dass er freiwillig... Tun Sie, was Sie für nötig halten, Colonel. Captain Eisen darf auf gar keinen Fall in den Grenzwelten ankommen. Er muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln daran gehindert werden. Sie dürfen wegtreten. Tja, das speichere ich mal extra. Weil da ergibt sich eine Entscheidung und ja. Ziehen wir das nochmal eben durch. Ich werde das nochmal auf Veteran hochstellen, weil das Wurmlicht kann nicht sein, dass das so schwer ist. Ich schieße nicht auf den Captain. Ich gehe mit ihm. Sind Sie dabei? Ja. Ich wusste, dass was faul war bei gebaut. Los geht's. Kämpfen Sie für die gute Sache. Ich komme auch mit, Sir. Colonel, Sie folgen uns besser. Sonst werden Sie noch den Zug verpassen. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Verdammt! Ich steig... Ja, ich steig aus. Mach einen Abgang, Junge. Ich glaube, Paulsen wird uns nicht so einfach ziehen lassen. Tja. Lösen und angreifen! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Schickt sie Suchtrupp, ich steig aus! Shit, ich steige aus! Und aussteigen, Sir! Los geht's, Colonel! Lösen und angreifen! Zeit, meinen Soll zu verdienen. Ziel vollkommen zerstört! Ah. Ihr könnt euch beim besten Willen nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dass ihr Jungs beschlossen habt, mitzukommen. Wir landen auf der BWS Intrepid. Bei der Konföderation sind Sie jetzt sicher nicht mehr willkommen. Beeilen Sie sich. Wir springen, wenn Sie gelandet sind. Ab geht's. Und vielen Dank. Übergelaufen zu den Grenzwelten. So ist das.
Wird eine etwas längere Folge, glaube ich. Als wärt ihr in Schwierigkeiten. Wir hatten überraschenden Besuch von einer konföderierten Flugfregatte. Das ist Colonel Jacob Manley. Ich bin Colonel Farnsworth. Ich habe von Ihnen gehört. Das sind Panther und Hawk vom Astoria-System. Ja, richtig. Sie sind das berühmte Herz des Tigers. Ja. Ich würde mich gerne mit Ihnen weiter unterhalten, aber hey, nicht nachlassen! Wir haben ein paar Probleme hier an Bord. Schon gut. Führen Sie uns zu Captain Dominguez. Er erwartet mich bereits. Captain Dominguez war auf der Brücke, als Sie uns angriffen. Er ist tot. Keiner, der auf der Brücke oder in den Schlafräumen war, hat überlebt. Zwei Drittel unserer Crew ist... nicht zu fassen. Captain Dominguez informierte uns über ihre Pläne. Ohne ihn ist ihre Abmachung ungültig. Wir müssen erst mit der Crew sprechen, ob sie einverstanden ist, dass wir sie aufnehmen. Hawk, Panther, wir brauchen Sie auf dem Oberdeck. Ein neues Feuer ist ausgebrochen. Wir reden später weiter. Komm mit, die können jeden Mann brauchen. Vor 40 Jahren kämpfte ich während der Venice-Offensive Seite an Seite mit Captain Dominguez. Jetzt ist er tot, getötet von Menschenhand. Wie konnte es nur so weit mit uns kommen? Ich habe gehofft, Sie könnten mir das sagen. Nachdem ich mich von den Konföderierten getrennt habe. Paulson sagte, Sie wären ein Spion. Detektiv, stimmt er. Wir sind alle leider nur einseitig informiert worden, glauben Sie mir. In den letzten paar Tagen habe ich einiges aufgezeichnet. Einsatzdaten, kodierte Übertragungen und Flottenbewegungen. Ich habe das ganze Material dabei. Vielleicht kann ich ja damit einen blutigen Krieg verhindern. Es fehlt der Zusammenhang. Ja, das Material ist nicht vollständig, aber eines weiß ich. Der Konflikt zwischen den Grenzwelten und der Konföderation wird von ein paar hohen Mitgliedern der Konföderation provoziert. Wieso sagten Sie mir nichts? Weil ich die Namen nicht kenne. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist vollkommen klar, dass ein Überlaufen nichts anderes als politischer Selbstmord ist. Das konnte ich doch nicht von Ihnen verlangen. Als die Zeit reif war, mussten Sie das selbst entscheiden. Ich habe mich entschieden, Sir. Ich werde es auch nicht bereuen. Gut, Colonel. Zurück können Sie sowieso nicht mehr. Ich gehe nach oben und werde den anderen helfen. Gute Idee, ich komme mit. Achtung, Alarmstab! Sieht aus, als wäre die TCS... Das machen wir dann in der nächsten Folge. Achtung, Alarmstab!